Guten Morgen. Also, ich bin wieder da. Ich hatte einen total schönen Urlaub in der Normandie. Und jetzt übe ich mich weiter hier mit den Live-Videos und ich hoffe total, dass ich dich jetzt hier angucke. Ich muss irgendwie einen Kurs machen mit der Webcam. Ich kriege das irgendwie nicht so vernünftig hin. Aber ich hoffe, so ist es schon mal besser, dass ich nicht die ganze Zeit irgendwie an dir vorbeigucke. Ja, ich bin total, ich freue mich total, weil ich habe eine Anfrage erhalten von einer Frau, die verlassen wurde von ihrem Partner. Und das ist ja das, was ich echt überwiegend mache, die Begleitung von Frauen, die in Trennungssituationen sind. Und ich freue mich total. Also ich gerne schreibe mir hier unter den Beitrag irgendwas, was ich, ob ich einen Tipp habe oder einen Impuls für dich oder schreib mir eine Mail an mail@susanne-schwarz.de. Und die Frage oder das möchte ich gerne heute aufgreifen, nämlich hat sie unter anderem geschrieben, dass sie ständig darüber nachdenkt, warum ihr das jetzt passiert ist, beziehungsweise warum die Beziehung zu Ende ging oder warum er so gehandelt hat. Und das ist so typisch. Und also als erstes fühle ich versichert. Ich glaube, das machen wir alle durch in der Situation. Also dein Verstand versucht einzuordnen, wo du jetzt stehst, wie es dazu gekommen ist. Es macht nicht so ganz wirklich Sinn, das merkst du ja auch, dass das so anstrengend ist und so runterziehend und so. Aber erstmal ist es total normal. Und meine Idee wäre jetzt, dass wenn diese Frage immer wieder in dir auftaucht, dieses Warum, warum passiert mir das, warum macht er das? Lass das da sein, weil ich bin total überzeugt, du kriegst nichts weg, indem du es dir irgendwie verbietest oder so, sondern lass es da sein und nehme aber den nächsten Gedanken dazu. Und der nächste Gedanke, der geht nach vorne dahin, was will das Leben dir jetzt da gerade sagen? Welche Lektion ist das für dich? Und was soll da jetzt dazu kommen? Wo geht es jetzt lang für dich, deine Reise? Wo geht die hin? Was ist wichtig? Weil ich glaube, du bist nicht umsonst an dem Punkt. Und ja, irgendwas gibt es da neu dazuzunehmen, endlich zu machen, ganz oft endlich zu machen. Da ist was, was da schlummert. Und ja, versuch, wenn diese Warum-Frage, die geht nach hinten und Leben geht nach vorne. Also, worauf kommt es jetzt an? Was ist jetzt wichtig? Was ist jetzt wesentlich für dich? Und in dem ganzen Scheiß und in dem ganzen Schmerz und so, irgendwie geht's darum, für dich was zu entdecken. Und ja, also vielleicht einfach die Erinnerung. Die Warum-Frage ist nach hinten, ist der Rückwärtsgang. Und worum geht es jetzt hier wirklich? Geht nach vorne. Da geht es geradeaus und da geht es lang. Das vielleicht erstmal so als kleiner Impuls. Ich mache mir da noch ein paar mehr Gedanken zu. Vielleicht greife ich das nochmal auf, weil das Thema ist total wichtig. Aber vielleicht hilft das schon mal ein bisschen und verurteile dich auf gar keinen Fall dafür, dass das jetzt so ist, es ist, wie es ist, aber du kannst was Neues dazu nehmen, immer. Okay. Ja, wie gesagt, gerne, wenn ich Fragen beantworten kann, schreibt mir. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und ich melde mich nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss.